Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht, heute Nacht auch wieder. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 und der erste Anrufer heute Nacht heißt Martin. Stimmt, ne? Ja. Ja. Und der ist wie alt? Ich bin 19 Jahre alt. 19 Jahre alt? Ja. Hallo Martin. Um was geht's bei dir? Im Großen und Ganzen gibt's zwei ganz große Probleme mit meiner Freundin. Ja? Erzähl. Das erste große Problem ist, dass wir sehr unterschiedliche Definitionen von Ehrlichkeit haben. Oh, ist das eine Frage der Definition, die Ehrlichkeit? Ja, ich denke schon. Beispiel. Also sie sagt, in einer Beziehung muss man bedingungslos ehrlich sein. Das heißt, alles sagen, alles erzählen, egal, auf den anderen keine Rücksicht nehmen, einfach immer sagen und mit dem Kopf durch und keine Ahnung. Moment, das erste klingt ja ganz positiv. Radikale Ehrlichkeit. Ja. Und das andere klingt negativ. Rücksichtslosigkeit, wie du es sagst. Nein, also das, so wie ich eigentlich ehrlich bin oder ehrlich sein möchte, dass es einfach darum geht, auf sie Rücksicht zu nehmen und was ich im Prinzip damit anrichten kann, wenn ich bedingungslos ehrlich bin. Ja, so. Das war jetzt eher so ein theoretischer Exkurs. Ja. Jetzt mach mal Butter bei die Fische und sag Beispiele aus eurer Beziehung. Beispiel war Streitpunkt vor 2 Wochen ungefähr, ja? Dass es darum ging, dass sie mich gefragt hat, ob ich ihr jeden Seitensprung sofort sagen würde. Ja. Wo ich darauf gesagt habe, das kommt darauf an. Aha. Und das ist klar, dass es natürlich für sie erstmal so ein bisschen komisch klingt und erstmal so ein bisschen, naja, ich meine, wie will sie mir vertrauen? Ja, wäre ich auch, wenn ich deine Freundin wäre, auch ein bisschen irritiert. Ja, und dann ich habe ihr das versucht zu erklären und ich habe ihr gesagt, wenn der Seitensprung eben nicht darauf basiert, dass ich unzufrieden mit unserer Beziehung bin, dass ich mit dem Sex unzufrieden bin, dass ich mit der Art, ja, wie wir zusammen wie wir zusammen leben, wie wir zusammen sind, unzufrieden bin, sondern was weiß ich, wenn ich mit 6 Promille in der Ecke liege und irgendwer auf mich draufsteigt. Verstehe. Und sie, hat sie es verstanden? Ja, nein, also ich habe dann gesagt, wenn ich es nicht weiß oder wenn ich das nicht bewusst mache, würde ich es ihr nicht erzählen. Ja. Weil ich einfach. Es ist natürlich, ist klar, was du sagst. Aber in dem Moment, wo du es schon mal ausgesprochen hast, und jetzt hast du es ausgesprochen bei ihr, ja, ist natürlich das Misstrauen gesät. Ja, klar. Ne? Und so. Ja, ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, weil jetzt ist es passiert, dass, also ich bin ihr noch nicht fremd gegangen, aber wir waren einen Monat getrennt. Ja. Und in der Zeit habe ich mit einem anderen Mädchen geschlafen. Ja, ist okay. Ja. Nur sie, ich habe ihr das nicht erzählt. Warum nicht? Hä? Warum nicht? Das ist doch völlig legitim. Wenn ihr einen Monat nicht zusammen wart, kannst du machen, was du willst. Ja, weil sie, das kommt dazu, sie hat mir gesagt, sobald ich, während wir zusammen sind, mit dem anderen Mädchen schlafe, ist sofort Schluss. Ja, aber ihr wart ja nicht zusammen in dem Monat. Ja, deswegen. Wie deswegen? Verstehe ich nicht. Deswegen, du warst? Also ich weiß erstmal nicht, warum ich es ihr nicht erzählt habe. Ich hatte einfach Angst. Ich hatte Angst, dass sie dann die Beziehung beendet, dass sie... Ja gut, aber das ist aber eine schwache Leistung von dir. Da kann man doch nun ganz klar und offen zu stehen. Ihr wart definitiv einen Monat nicht zusammen. Ja. Da kannst du doch machen, was du willst. Da kannst du doch mit einem anderen Mädel schlafen. Ja. Und das kannst du ihr auch erzählen. Und wenn sie darauf gekränkt oder zickig reagiert, dann ist das ihr Problem und du bist im Recht. Ja. Ja. Hast wohl recht. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ja. War es das schon? Nein, also das andere, warum es darum ging, was es geht eigentlich dann immer noch fast um dieselbe Sache, ja, geht darum, dass das zweite große Problem ist der Sex selbst bei uns. Mhm. Weil sie, ich weiß nicht, sie will nicht so oft Sex, wie ich Sex haben möchte. Ja, wie oft willst du denn? Das heißt im Prinzip so, sag ich mal, in 2 Wochen einmal oder so. Und das ist mir zu wenig. Bisschen wenig, ja, verstehe ich. Und wie viel willst du denn? Oder jeden? Wie viel willst du denn? Jeden Tag 3-mal? Nein, also so extrem ist es auch nicht. Ja. Nur ich habe halt öfter als in der Woche, in 2 Wochen einmal das Bedürfnis danach. Verstehe.
Und was ich so unlogisch finde, ist, dass sie sagt, dass der Sex mit mir das Beste überhaupt ist und dass es ihr gefällt und dass sie es toll findet. Ja. Und ich frage mich dann, warum sie dann... Martin, Frauen sind manchmal sehr seltsam. Ja. Da blickt man irgendwann auch nicht mehr richtig hinter. Ja. Das kann ja sogar sein, dass sie das genial findet mit dir. Ja. Aber sie funktioniert irgendwie anders und will es offensichtlich nicht so oft haben. Und dann ist die Frage, dann muss man sich schon irgendwie drauf einstellen. Wobei ich schon einmal in 2 Wochen, wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. Ja, finde ich auch ein bisschen wenig. Ja. Da wäre es natürlich schon auch an ihr, etwas auf dich zuzugehen. Mhm. Also wenn du jetzt übertriebene Forderungen hättest, wenn du jetzt wirklich, gibt's ja auch alles, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt 2-3 Mal am Tag, ja, dann kann man es ja verstehen, dass sie sich zurückzieht. Aber einmal in 2 Wochen finde ich auch ein bisschen wenig. Da könnte sie dir das ja vielleicht auch ein bisschen erklären, warum das so ist. Wenn der Sex schon so genial ist, dann könnte man das ja auch mal zumindest verdoppeln, die Frequenz. Ja, dann ist noch immer die Sache, dass im Prinzip jeden Monat zwischen Regel und Regel ist immer irgendwas. Ja. Letzten Monat hatte sie irgendwas mit dem Rücken. Okay, kann ich verzeihen. Danach hatte sie den Monat davor hatte sie irgendwas, Aspirin oder irgendwelche Medikamente genommen. Ja. Dann den ganzen Monat wieder nicht. Ja, und das nervt dich. Den Monat davor hatte sie irgendwie, keine Ahnung, eine Tüte geraucht oder was weiß ich was. Ja, ja. Und hat dann gesagt, oh, ich habe Angst, lieber mal nicht. Verstehe. Also es sind immer irgendwelche Ausreden und... ja, und ich komme mir dann natürlich komisch vor irgendwo, denke ich mir. Oh. Ja. Und mittlerweile schnarcht es dich ein bisschen an auch. Ja. Ja, ja, verstehe ich. Muss dir klar machen. Muss dir einfach klar machen, dass sich das mehr annähern muss bei euch, weil ich vermute ja fast schon, dass du da ein bisschen gefrustet bist. Ja, und deswegen ist jetzt auch die Sache eben genau. Wie und deshalb, mit dem Seitensprung, ja, sag ich mal. Genau, und deshalb du schon auf andere Gedanken kommst, weil du gerne noch mehr erleben möchtest. Genau. Ja, klar, also verstehe. Mehr nicht, aber ja, öfter. Ich verstehe. Hm? Ja. Ja, ich meine, sag ihr das doch mal so klar, dass du irgendwie schon einen Druck hast und du gerne möchtest und ihr habt eine gute Beziehung, ihr habt euch gerne und sie sagt, der Sex sei gut, dann soll sie dir das mal ein bisschen begreiflicher machen, was da los ist mit ihr und sich nicht hinter irgendwelchen komischen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Beinschmerzen und was es alles gibt, verstecken. Ja. Da finde ich, hast du schon das Recht drauf. Du musst da ruhig ein bisschen mutiger rangehen. Ich habe den Eindruck, dass du da doch ein bisschen sehr Rücksicht nimmst und ängstlich bist. Vielleicht zu viel Rücksicht nehmen. Ja, finde ich. Zum Beispiel, dass du ihr das nicht ganz klar gesagt hast, da mit dem Seitensprung, was heißt Seitensprung, dass du mit einem anderen Mädel geschlafen hast, ja, das kann man sagen. Und wenn du da schon ängstlich bist, bist du auch ängstlich in der Beziehung, glaube ich. Das musst du verändern. Da musst du ein bisschen klarer auch deinen Standpunkt vertreten. Du hast gar nichts zu verlieren, du hast nur zu gewinnen. Weil sonst läuft sich das Ding irgendwie auseinander zwischen euch beiden. Ja, das befürchte ich so ein bisschen. Ja. Vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen vorsichtig. Ja, nee, eben nicht. Du sollst jetzt nicht vorsichtig sein, sondern auch ein bisschen was riskieren und ein bisschen was in die Waagschale werfen. Hm. Ja, so würdest du dir raten, Martin. Also sprich sie an, sag ihr das, sprich von deinen Bedürfnissen. Sag auch, dass du Angst um die Beziehung hast, wenn das mit dem Sex so schlecht weiterläuft. Mal sehen, wie sie reagiert. Irgendwie muss sie da ja dann irgendwie eine Rückmeldung bei dir geben. Sag deine Bedürfnisse, sprich es aus, leg es auf den Tisch. So, in dem Sinne, Martin. Ja, ich danke dir. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, wir hatten am Freitag und auch gestern so ein bisschen dieses Thema aufgebracht. Das heißt, unsere Zuschauerin Deike hat das Thema aufgebracht. Fleischpenisse und Blutpenisse. Ich möchte euch kurz dazu was vorlesen. Es gab irrsinnig viel Post, aber ich will jetzt hier nur 3 Mails vorlesen. Zum Beispiel schreibt Tim. Tim schreibt, hallo Domian, zum Thema Fleischpenis und wie man die erkennen kann. Dazu kann ich sagen, dass ich einen habe, einen Fleischpenis, und ich kann mal ein paar Merkmale von mir beschreiben. Also, ich habe lange, schlanke Finger, lange, schlanke Finger, bin sehr behaart, starke Brustbehaarung und starken Bartwuchs. Vielleicht melden sich ja noch mehr und ihr findet Übereinstimmungen für diese Kriterien. Dann schreibt Katrin, hallo Domian, die These von Laura. Laura hat gestern angerufen, zu den angeblich Riesenblutpenissen von großen und dünnen Männern kann ich nach meiner Erfahrung absolut nur das Gegenteil sagen. Mein momentaner Freund ist zum Beispiel 1,99 Meter groß und sehr dünn und er hat einen ganz kleinen
Blutpenis. Und Georg aus Osnabrück schreibt, hallo Domian, für mich waren die beiden Begriffe bisher völlig neu. Neben dem sexuellen Aspekt interessiert mich aber auch ein historischer dabei. Wie sind die Penisse antiker Statuen einzuordnen? Da ich meinem eine gewisse Ähnlichkeit mit selbigen nicht abspreche, bin ich interessiert daran, mich mit Deike sozusagen auf lokaler Ebene darüber zu verständigen. Mal gucken, was wir da arrangieren können. Silke ist hier. Silke ist 33 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Silke. Hallo. Dein Thema. Mein Thema ist Dreierbeziehung. Dreierbeziehung. Ja, ja. Ich kenne ja auch deine Einstellung dazu. Die hast du ja schon öfter mal geäußert. Und du glaubst nicht daran, dass es auf Dauer wirklich funktionieren kann. Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, dass es eine schwierige Geschichte ist. Zwei Leute auf Dauer gut miteinander zu verbinden, ist schon schwierig. Und drei, glaube ich, dann noch schwieriger. Aber du hast wahrscheinlich irgendetwas aus deinem Leben zu erzählen. Legen wir los. Ja, ich lebe nämlich in einer Dreierbeziehung mit zwei Männern zusammen. Ja. Und das ist nun mittlerweile auch schon seit 3 Jahren in einer Wohnung. Aha. Also wir leben wie eine Familie. Ja. Und das funktioniert reibungslos. Und ich rufe deswegen an, am Freitag hatte bei dir ein Mädchen angerufen, die zwei Männer geliebt hat. Ihren Freund aus der Türkei, glaube ich, und einen Deutschen. Und ich wollte sagen, das ist absolut möglich. Man kann zwei Menschen gleichzeitig lieben. Ja, das kann man schon. Wenn man offen damit umgeht und wenn man das nicht heimlich macht und wenn die anderen auch damit einverstanden sind, ist das natürlich möglich. Das glaube ich auch, ja. Ja, natürlich. Na gut, also bei uns ist es ja... Also, Moment, ihr lebt seit 3 Jahren in einer Wohnung, einer WG quasi? Ja, WG, wenn man so nennen will. Also beim Paar nennt man es ja auch nicht WG. Nee, du hast recht. Wir wohnen in einer Wohnung zumindest. Wir wohnen zusammen. Ja, wir sind eine Familie. Ihr seid eine Familie, genau. Es sind zwei heterosexuelle Männer. Genau. Ja, und das geht seit 3 Jahren gut. Ja, das geht seit 3 Jahren gut. Du liebst beide Männer. Ja. Die Männer lieben dich. Davon gehe ich stark aus. Ja, was für eine Beziehung haben die Männer untereinander? Wenn auch keine sexuelle, so müssen sie sich doch auch sehr gut verstehen oder sehr gute Freunde sein, oder wie? Sie sind auf jeden Fall befreundet. Also sie haben ja beide ein verbindendes Interesse und das bin ich. Ja. Und von daher würde ich das als freundschaftliche oder fast wie eine Geschwisterbeziehung, wie Brüder bezeichnen. Ja, schlaft ihr auch gemeinsam in einem Ehebett, einem riesengroßen Bett? Unser Bett ist zwar relativ groß, aber dafür ist es zu klein. Also das ist 1,80 Meter mal 2 Meter und... Das ist zu klein für drei. Ja, das ist zu klein für drei. Also wie verbringt ihr die Nächte miteinander oder eben nicht miteinander? Im Moment ist es so, dass mein Mann viel unterwegs ist, Dienstreisen hat. Dein Mann? Wer ist denn jetzt dein Mann von den beiden? Okay, ich bin mit einem verheiratet, der andere ist mein Lebensgefährte. Ach so. Und du warst aber erst wahrscheinlich länger verheiratet und der andere ist dazugekommen. Ich bin jetzt mittlerweile seit fast 8 Jahren verheiratet. Verstehe, und der andere kam dann dazu. Und der andere kam später dazu. Ja. Und das haben wir vorher auch getestet, bevor mein Freund zu uns gezogen ist. Also Probewochen gemacht, ob die beiden miteinander klarkommen. Aber als das damals, ich muss unterbrechen, als das damals anfing, du warst so lange verheiratet und hast dann eine Affäre begonnen. Also das, nein, nicht einfach so. Also das ging eigentlich ganz... ganz harmlos los. Ich habe niemals dann gedacht, am Anfang meiner Ehe meinem Mann fremd zu gehen, obwohl ich sehe das. Ja, ist mir klar, das ist mir völlig klar, dass das am Anfang nicht so ist. Aber als es dann angefangen hat, hast du direkt deinem Mann das offen erklärt und erzählt? Nein, das hat anders angefangen. Und zwar haben wir über Fantasien gesprochen. Ja. Und ich habe gesagt, dass ich gerne mal Sex mit zwei Männern hätte. Ja. Und wir haben. Mein Partner fand den Gedanken ganz nett und hat eine Anzeige aufgegeben. Mhm. Und das war mir aber doch nichts. Also so, mit so völlig Fremden. Und ich habe dann gesagt, ich würde lieber selbst jemanden kennenlernen. Und das hat aber nicht funktioniert. Die Männer waren von den Gedanken immer nicht so begeistert, dass mein Mann dabei ist. Das war für sie sehr... Hast du auf diesem Wege denn dann auch deinen jetzigen Freund kennengelernt? Genau. Und die erste Begegnung war dann quasi auch gleich eine sexuelle Begegnung? Nein. Nee, das nicht. Nein, das überhaupt nicht. Also die erste Begegnung war keine Begegnung sexueller Natur. Und, aber du warst alleine mit ihm am Anfang? Bitte? Du warst mit ihm am Anfang, ich will darauf hinaus. Ja, wir waren am Anfang allein. Ja? Also mein Mann wusste das zwar, dass wir uns treffen werden. Er hat gesagt, schauen wir mal an und er kam dann am zweiten Tag auch dazu. Ach so schnell ging das dann doch.
Ja. Und es gab keine Eifersucht am Anfang von deinem Mann? Überhaupt gar nicht, überhaupt. Von beiden Seiten nicht. Also es ist so, dass sich beide nicht übervorteilt fühlen. Und ich denke, das ist das ganz Wesentliche dran. Erstens müssen die Erwartungen, die man ans Leben und eine Beziehung hat, zueinander passen und nicht übereinstimmen. Also ich bin kein Anhänger der These, jeder dieselben Rechte, sondern jeden nach seinen Bedürfnissen. Und nur so kann das funktionieren. Also meine Männer haben zum Beispiel das Bedürfnis von sich aus, eine Beziehung nur mit einer Frau zu führen. Die haben das Bedürfnis, von sich aus eine Beziehung mit einer Frau zu führen. Ja, genau. So, ich möchte in den Alltag rein. Also gibt es nicht Situationen, wo der eine sich benachteiligt fühlt, dem anderen gegenüber? Ihr habt nicht so ein großes Bett, hast du gerade beschrieben. Mhm. Dann will also nimmer an deinen Mann bei dir schlafen und der andere liegt dann, wo ist der? Der ist in seinem Zimmer. In seinem Zimmer. Ja. So, und dann ist der nicht eifersüchtig, wenn du mit deinem Mann da zugange bist? Nein, oder umgekehrt? Ist dem egal? Das ist, ja, im Prinzip egal. Also gerade wenn du auf das Sexleben hinaus willst, da ist es eigentlich so, dass ich mit dem Sex habe, der gerade da ist und der gerade Lust hat. Ja. Also es wird jetzt nicht irgendwie geregelt, Montag, Dienstag, der... Gibt es überhaupt ein Problem in dieser Dreierkonstellation? Ja, vielleicht die Schwiegereltern. Aber direkt innerhalb dieser Beziehung. Innerhalb nicht. Gibt es tatsächlich kein Problem. Ja. Ich meine, du bist die Königin, ne? Für dich ist das natürlich wunderbar. Ja, natürlich. Würdest du das denn auch billigen? Niemals. Selber, aber nein. Ah ja. Also bei den Warum großen nicht? Gedanken. Warum nicht? Warum nicht? Weil ich darunter leiden würde. Und ich denke, das ist das Wesentliche. Und dann, die Männer leiden da nicht drunter? Die leiden nicht drunter. Für sie ist das völlig okay. Ja. Also sie werden ja auch entlastet dadurch, dass sie sich die Arbeit mit mir teilen. Ja. Wie wäre das denn, wenn du jetzt schwanger werden wolltest? Was dann? Ja, ich wollte auch schon schwanger werden. Das funktioniert bei mir aber nicht. Und dann wäre es halt so, dass das Kind zwei Väter hätte. Na gut, aber es hat ja nicht zwei Väter. Doch, es hat zwei Väter. Also wir können uns ja vielleicht darauf einigen, dass der Mensch, der ein Kind großzieht, der Mann, der Vater für das Kind ist. Aber es gibt einen Erzeuger, aber es kann zwei Väter geben. Gut, aber dafür hat unsere Gesellschaft keine rechtlichen Modelle. Also es wäre schon kompliziert, dieses dann auch langfristig in die Realität hineinzubringen. Nein, in die praktische Umsetzung dürfte kein Problem sein. Die theoretische schon eher. Wie du sagst, gibt es keine rechtlichen Modelle in unserer Gesellschaft, was ich auch stark bedauere. Ja. Aber im Alltag dürfte es kein Problem sein, denn ein Kind wächst ja in diese... Natürlich, wenn das in Ordnung ist, glaube ich auch, dass das funktioniert und dass man da ein Kind durchaus erziehen kann. Warum nicht? Sehe ich auch so. Wäre es für dich ein Problem, wenn die Männer sich untereinander auch lieben würden? Ja, schon. Du bist aber eine sehr egoistische Person, ne? Du nimmst alles für dich gerne an, ne? Und tolerierst nicht so viel. Ich will es mal so sagen. Ich habe meine Ansprüche von Anfang an formuliert. Und das Thema hatten wir ja schon. Formulier deine Ansprüche. Ja. Und meine Partner hatten die Möglichkeit, das anzunehmen oder zu sagen, so kann ich mit dir nicht leben. Gut, es ist von vornherein geklärt worden. Und auf dieser Basis funktioniert es. Das funktioniert sehr gut. Das Wichtigste. Ja, weil meine Männer, es funktioniert wirklich deswegen gut, weil meine Männer nicht dieselben Bedürfnisse haben wie ich. Ja, ja. Also sonst wäre es natürlich nicht möglich, das ist mir völlig klar. Du hast gerade aber was von der Umwelt, die Schwiegereltern oder so erzählt. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass egal welche Umwelt, ob es ein Schwiegereltern, Verwandtschaft, Freunde, Bekannte sind, dass die alle irgendwie mit den Naserümpfen daneben stehen, oder? Nee, überhaupt nicht. Also es ist so, dass meine Schwiegereltern das nicht wissen, also beide nicht. Meine Eltern wissen es, meine Familie weiß es, meine Freunde wissen es. Und die finden es auch alle gut? Ja, also meine Freunde haben total locker reagiert. Na super. Die haben gesagt, du warst wo lebst du? Dann ist ja alles problemlos bei dir. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich die Leute da, weil es eben ungewöhnlich ist, dass sie da zumindest erstmal reserviert drauf reagieren. Ja, natürlich. Also für mich ist es ja schon Alltag. Das heißt, wenn wir zu dritt spazieren gehen, habe ich auch mal die Hände von beiden und küsse mal den einen und mal den anderen auf der Straße. Und ich selbst merke das erst, wenn ich auf die etwas irritierten Blicke meiner Umwelt stoße. Also im Klartext, die Umwelt macht auch keine großen Probleme für euch. Nein, eigentlich. Ihr fahrt auch zu dritt in Urlaub.
Wir fahren auch zu dritten Urlaub. Mhm. Und es gibt keine Aufrechnerei, ich frage das nochmal, um es dann auch wirklich endgültig dann auch dann zu glauben und zu verstehen, dass der eine sagt, die Silke ist mit ihm, mit dem anderen viel zärtlicher gewesen diese Woche, ich möchte das jetzt auch haben. Also, dass da so eine kleinkarierte Aufrechnerei passiert da auch nicht. Überhaupt ist noch nie passiert. Also, das ist auch ein ganz glücklicher Umstand. Im Moment, obwohl ich darunter auch leide, mein Mann ist beruflich viel unterwegs und in der Zeit verbringe ich viel Zeit mit meinem Freund. Ja, wie praktisch für dich. Und ja. Ja, ja. Das funktioniert wunderbar. Also, alles im grünen Bereich bei Silke und ihren Männern. Alles im grünen Bereich. Also, ich will das nochmal klarstellen. Ich glaube auch, dass so etwas funktionieren kann. Ich glaube auch, dass so etwas funktionieren kann, wenn die drei Personen sich alle untereinander lieben. Mhm. Ja, das heißt, also, da müssen alle dieselbe Lebenseinstellung haben. Ich bin sehr eifersüchtig. Ja, ich sag ja, dass, wenn die Voraussetzungen stimmen, das sind dann andere Voraussetzungen wie bei euch, geht sowas sicherlich auch. Ja, absolut. Aber es ist kompliziert. Ich finde es sehr schade, dass ich das in der Gesellschaft, dass es keine Rechtsgrundlage für solche Beziehungen gibt. Wenn mein Lebensgefährten was passiert, dann habe ich, das kennst du ja auch noch, bevor die homosexuellen Lebensgemeinschaften. Also da werden wir noch lange Zeit brauchen, bis solche Dinge dann vielleicht auch gesellschaftlich, juristisch. Dran, dass es irgendwann passiert. Vielleicht irgendwann, ich weiß es nicht. Liebe Silke, viele Grüße an deine beiden Jungs und auf, dass es euch weiterhin so gut geht. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema ganz einfach nur Nacht. Wir haben gedacht, pfiffig wie wir sind, diese Sendung findet immer nachts statt. Warum nicht einmal das Thema Nacht zu machen? Und ich frage euch, was bei euch in eurem Leben schon an gravierenden, an wichtigen, an spektakulären, an traurigen, an verblüffenden Sachen nachts passiert sind, mal in einer Nacht passiert sind. Und ich frage euch auch, was ihr vielleicht Besonderes nur nachts tut oder was ihr Besonderes nur nachts tun könnt oder immer nachts tut. Also morgen ist die Nacht hier bei uns Thema. Mystik der Nacht, Geheimnisse der Nacht, alles was mit Nacht zu tun hat. Jetzt ist Verena hier und Verena ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Verena. Ja, wir haben vor einigen Wochen schon mal zusammen gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Da ging es darum, dass mein Freund und ich hatten uns noch einen Mann dazu geholt damals. Ja, durch einen Dritten dazu geholt. Genau. Ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich. Und da hatte mein Freund ja den Wunsch geäußert danach, dass er dann auch mal mit der zweiten Frau noch dabei ist. Ja, genau. Ja, und das ist am Samstag passiert. Ah, und du hattest da Bedenken, wenn ich mich erinnere. Genau, ne? Genau. Ja. So, jetzt war am Samstag? Am Samstag, ja. Eine andere Frau dabei. Genau, meine beste Freundin. Deine beste Freundin auch noch? Ja. Wie schwierig. Ja, dachte ich auch erst, aber gar nicht. Gar nicht? Erzähl es uns, was ist am Samstag passiert? Ja, also wir waren erst mal schön feiern gewesen. Ja. Und dann haben wir so auf Spaß drüber gesprochen. Ja. Ob mein Freund nicht auch mal gerne mit ihr das machen möchte. Und dann haben wir sie gefragt. Also ihr drei wart feiern oder waren da noch andere? Nee, wir drei waren feiern. Nur ihr drei, ja. Ja. Hat die beste Freundin zwischendurch gefragt auch noch? Auch ein Freund? Die hat, ja. 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 Gut, aber nur ihr drei wart unterwegs. Genau, nur wir drei waren unterwegs. Mhm. Ja, und dann haben wir immer so gefragt, mein Freund, ob er nicht Lust hätte. Ja. Ja, und dann hat er auch sofort zugestimmt. War natürlich sofort begeistert. Wer hat das denn gefragt? Hast du das gefragt oder hat sie das gefragt? Nein, er hat sie dann auch gefragt direkt. Hätte ich nie mit gerechnet. Achso, von ihm ging das aus? Genau, er hat sie angesprochen darauf. Habt ihr das vorher denn abgesprochen, du und dein Freund? Ich und mein Freund, ja, wir haben mal drüber gesprochen. Achso, dann habt ihr gesagt, heute gehen wir zusammen aus, genau. Dann machen wir die Kleine ein bisschen besoffen und dann fragen wir die mal. Genau. Ne, so nach dem Motto. Ja. Dann hat sie gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Ah, ja. Spannend. Ja, und dann sind wir dann, weil sie wollte eh bei uns schlafen. Ach, das war schon so eingeplant? Ja. Ja, und dann ist es dazu gekommen. Und wart ihr alle so ein bisschen angeschäkert? Nein, gar nicht. Gar nicht? Nein. Hat man nicht gerade so bei der besten Freundin, jetzt frage ich dich, so eine Hemmschwelle, dann irgendwie vielleicht doch ein Tabu zu überschreiten, was man bisher immer geachtet hat? Ja, dachte ich, also es ging, also ich dachte, es wäre schwieriger. Wie weit ist es denn gegangen? Gab es richtig Sex zwischen euch Frauen auch? Ja. Richtig? Auch. Ja, war ja auch mein erstes Mal mit einer Frau. Zum ersten Mal. Ja, und war richtig schön. Ja. Das dachte sie so richtig mit Genugtuung. War richtig schön. Ja. War richtig schön. Ja. Nee, aber okay, auch keine Eifersucht nicht. Ja. Also ich dachte ja, dass ich so eifersüchtig bin. Ja. Aber gar nicht. Ja, dann ist es vielleicht doch gut gewesen für dich, dass es die beste Freundin war. Ja, doch, denke ich auch. Kommt denn die beste Freundin jetzt in eine Bedrohung? Sagt sie das ihrem Freund? Nein, dachte nicht. Sagt sie nicht. Nein.
Nee, aber war gut. Hat jetzt auch nicht geändert, was zwischen mir und meiner Freundin gar nicht. Aber dann habe ich dann auch meinem Freund gesagt, ich hätte doch gerne mal, wenn es mit einem Mann noch machen würde. Also er mit einem Mann. Ja? Ja, und das ist jetzt gerade passiert. Wie? Gerade eben? Ja, vor einer Stunde. Ja, aber was ist denn bei euch los? Das ist ja unglaublich. Wie? Ja. Jetzt, also es gab damals ja schon mal einen Mann. Genau. Da ist aber zwischen den beiden Männern nichts passiert. Nein, gar nicht. Nur... Da hatte ich nur mit dem. Ich rekonstruiere nochmal. Dann gab es am Wochenende die beste Freundin bei euch beiden, ein Dreier, ein richtig flotter Dreier mit allem drum und dran. Ja. Dann hast du den Wunsch geäußert, ich würde gerne mal zusehen, wie du mit einem Mann. Genau. So, und heute haben wir erst Dienstag. Ja. Wie habt ihr denn das jetzt so schnell hingekriegt? Über das Internet. Ach. Ja, wir haben ein bisschen gechattet. Mit einem Wildfremden? Genau. Und der war gerade bei euch? Ja, vor einer Stunde. Ist da alles noch ganz frisch? Ja. Und ganz warm alles? Ja. Erzähl. Ja, also das war wirklich, das war super. Aber ich habe da jetzt nicht so mitgemacht. Ich habe eigentlich mehr zugeschaut bei den beiden. Und die beiden Jungs hatten Spaß? Die hatten richtig Spaß. Und das war für deinen Freund auch das erste Mal mit einem Mann? Ja. Ja. Aua. Mhm. Und es ging gut ab? Das ging gut ab, ja. Und du hast dabei zugeguckt? Ich habe zugeschaut, da mein meinem Freund so ein bisschen, aber kam jetzt nicht zum Sex zwischen uns. Und bist du denn nicht in so eine Stimmung geraten, dass du dann vielleicht doch Lust gehabt hättest, dazwischen zu gehen und mitzumachen? Ja, also mein Freund, ich fand den Mann, den fand ich jetzt persönlich nicht so anziehend, aber mit meinem Freund doch schon. War denn der andere Mann, war das ein schwuler Mann oder war es auch ein Bi-Mann? Auch ein Bi-Mann. Ja. Ja. Das, also rein theoretisch wäre es möglich gewesen, dass ihr dann zu dritt auch. Ja, wäre auch gegangen. Sag mal, ich habe das jetzt vergessen, wie lange ihr ein Paar schon seid? 2 Jahre. 2 Jahre. Ja. Du bist 21 und er ist wie alt? 25. Mhm. Da seid ihr aber kräftig am Experimentieren. Finde ich genial, finde ich gut. Ja. Und vor allen Dingen immer offen, der andere ist mit einbezogen. Mhm. Und ja. Und nu, wie geht's weiter? Und nu, ja jetzt. Was ist der nächste Plan? Der nächste Plan, ja, gibt's eigentlich nicht so jetzt. Doch, also ich hatte ein Vierer. Ja, haben wir auch schon dran gedacht. Ein Vierer und dann kreuz und quer, mit allen drum. Ja, haben wir auch schon dran gedacht, aber jetzt erstmal ein bisschen Pause machen, weil... Würde ich auch sagen. Nachdem er mit meiner Freundin da, hatte ich dann einen Wunsch mit einem Kellner aus unserer Stammdisco. Das hab ich dann heimlich getan, das hat ihm nicht gepasst. Wie, hast du heimlich gemacht? Ja, am Sonntag. Ich fass es nicht. Verena, ihr seid ja richtige Sexmonster, ihr beiden. Ja, und dann, ja... Also, Samstag mit der Freundin, Sonntag du alleine mit dem Kellner. Ja. Heute schon wieder zugeguckt wie die beiden Jungs. Ja. Da ist ja nur Sex bei euch. Ja. Mann. Klingt blöd, ne? Nein. Nein, aber jetzt machen wir ein bisschen Pause. Ja, jetzt ist erstmal Weihnachten, ne? Genau. Jetzt wollen wir uns mal auf andere Dinge konzentrieren. So, genau. Nein, vielleicht dann mal ein paar. Und dann gucken wir mal nächstes Jahr weiter, so Mitte Januar. Wie ich euch kenne, werdet ihr nicht bis Ende Januar aushalten können. Nee, mal schauen. Ich wollte jetzt ein bisschen langsam, weil ich habe jetzt erfahren, dass ich schwanger bin und so, weißt du, aber ein bisschen wollte ich mich jetzt nicht da so... Aber wir wollen hoffen, dass du von deinem Partner schwanger bist. Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Na gut, dann ist die Spielerei ja eh bald etwas reduziert. Genau. Ne? Ja. Ja, mehr Wünsche haben wir auch gar nicht eigentlich. Also was, schön, dass du uns das erzählt hast. Ja. Also alles wunderbar gelaufen. Genau, war alles super. Ja, Experimente gemacht, Experiment gelungen. Ja, sehr. Hätte ja auch nicht sein können, aber dann wäre es auch egal gewesen. Man hätte es dann auf jeden Fall ausprobiert. Genau. Ne? Das ist ja auch wichtig. Ja, war okay. So, Verena. Mal wiederkommen, aber bitte? Der Mann wollte auch gerne mal wiederkommen, aber muss er ja nicht unbedingt jetzt. Kannst du dir denn vorstellen, dass deine Freundin, hat der das denn eigentlich auch gut gefallen? Ja, auch. Das heißt, da ist ja jetzt so ein bisschen, kann ja sein, dass man da Blut geleckt hat. Da liegt ja schon eine Gefahr, ne? Ja. Dass ihr das jetzt immer wieder öfters macht. Habe ich auch schon dran gedacht. Könntet ihr denn den Freund oder den Mann von deiner besten Freundin auch vielleicht damit reinholen? Gar nicht. Gar nicht. Wird er nie machen. Schade, ne? Das wäre natürlich genial. Ja, ja, aber wird er nicht tun. Ja. Ja, na gut. So, okay. Schöne Weihnachten. Ja, danke dir. Grüße auch. An deinen Partner. Mach ich. Und alles Gute. Okay, danke dir. Tschüss. Auch. Ne? Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Steffi ist hier, Steffi ist 21. Hallo Domian. Hallo Steffi. Domian, ja. Also, wo soll ich anfangen? Ganz vorne. Ganz vorne, oder beim Wichtigsten, sagen wir so. Also ganz kurz, mein Freund ist vor 1,5 Jahren vom Osten hierher gekommen, da haben wir uns kennengelernt. Was heißt aus dem Osten, woher? Ostsee, oben, Wolga. Ach so, ich dachte jetzt schon irgendwie so aus Russland, oder? Na,
Nein. Aus dem Osten, ja. Ja. Und da haben wir uns halt kennengelernt und ja, sind jetzt, ich sag mal, das ist ein Jahr jetzt zusammen. Da waren viele Pausen zwischen, aber wir hatten nie jemand anders, sag ich mal. Was? Ihr hattet jemand anders? Wir hatten nie jemand anders. Nie jemand anders, ja. Ja, auch wenn wir Pausen hatten, war da nie jemand anders im Spiel oder so. Ja, dann bin ich ungewollt schwanger geworden. Ich bin im Moment im 9. Monat und werf in 2 Wochen. Ja. Und ja, jetzt sind wir zusammengezogen. Ja. Ja, 4 Wochen ging alles gut. Wir waren super glücklich. So glücklich wie noch nie, will ich mal behaupten. Mhm. Haben auch Zukunftspläne gemacht. Wir kaufen uns ein Auto nächstes Jahr. Und hast du nicht gesehen? Ja, dann hat er seine Ausbildung angefangen. Und so viele Leute kannte er hier noch nicht. Ja. Ja, dann hat er Leute in der Schule kennengelernt, kam irgendwie zu Nikolaus nach Hause. Ja. Ja, und hat dann nicht mehr mit mir gesprochen, mich nicht mehr angesehen, mich nur noch wie Luft behandelt. Ja, das habe ich dann mal so 2 Tage mitgemacht und irgendwann mal gefragt, hör mal, Junge, was ist los? Was habe ich dir getan? Und ja, er ist einfach nur genervt. Ich komme nicht mehr an ihn ran und jetzt hat er einfach, er hat immer gesagt, er braucht seine Ruhe. Ja. Ja, dann ging andauernd das Handy und irgendwie werde ich dann immer misstrauisch. Ja, und dann hat er letzten Samstag. Hat, ja? Er, hat er eine andere? Ich weiß es nicht. Er hat Mädels kennengelernt. Das Schlimme ist, er ist jetzt am Freitag, hat er ein paar Sachen gepackt und hat gesagt, er will jetzt erstmal seine Ruhe haben, ist zurück, weil er hat noch eine Wohnung, die wollten wir eigentlich kündigen Ende des Jahres. Hat seine Sachen gepackt und dann habe ich abends nochmal angerufen, weil er hier was Falsches mitgenommen hatte und dann habe ich halt die Mädels im Hintergrund gehört mit Kinder und die Typen dabei und also eine Party bei ihm. Ja, so ungefähr. Er sagt halt, er wäre nichts. Auch seine Tante, die hat wohl mit den Mädchen gesprochen, die hat bei ihm angerufen, hat gesagt, gib mir die, ich will das hören, dass du wirklich nichts mit denen hast, weil mir das halt unheimlich wehgetan hat, weil ich gehe im Moment, das ist wie, als ob man durch die Hölle geht, weil ich habe noch nie jemanden so, ich habe also, 7-mal um ihn gekämpft. Das ist ja sonderbar, dass ihr so lange, was heißt so lange, also ein knappes Jahr schon... Naja, aber auch mit Unterbrechung, sagst du, ne? Ja. Warum kam es denn zu diesen Unterbrechungen? Entweder, das Problem ist, man kann sich nicht mit ihm auseinandersetzen. Er ist dann total verschlossen, er redet dann nicht. Und ich will mal sagen, wir hatten schon richtige Streit, also so richtig geknallt hat, weißt du, da ging es uns richtig schlecht. Und trotzdem ist es irgendwie, nach 2 Wochen ging es dann wieder. Mhm. Die Schwangerschaft, so. Ist das eine gewollte Schwangerschaft oder ist es dann, ist es so passiert? Ja, ist so passiert. Ist so passiert und er wollte es auch am Anfang nicht. Nein, ich will das nicht. Ja, und im 7. Monat sind wir wieder zusammengekommen. Ja. Und er war total happy. Die letzten Wochen, wenn ich mir am Bauch gefasst habe, oh, kommt der Kleine und... So, aber er ist offensichtlich nicht total happy, sondern er ist distanziert, er ist genervt. Und, er offensichtlich, ist immer noch genervt. Und offensichtlich sind entweder die Gefühle sehr irritiert zu dir, wollen wir das mal hoffen, oder die Gefühle sind weg. Ja, er sagt halt, das ist ja das Komische, 4 Wochen ging alles gut und dann habe ich ihn halt, wollte er letztes Mal schon gehen, habe ich ihn angefleht, hier auf Knien bin ich rumgerutscht, habe gesagt, bitte bleib hier. Und habe ich ihn gefragt, liebst du mich eigentlich noch? Und dann hat er gesagt, ja, weiß ich nicht. Oh. Und das ist schon, also das eigentlich, war mehr als eigentlich, hart. Eigentlich, wenn jemand sagt, weiß ich nicht, heißt eigentlich so gut wie nein. Ja, ne? Das ist so meine These, wenn jemand schon sich da irgendwie so unkonkret äußert, ist... hat man schon sehr schlechte Karten. Ja, so, jetzt bist du im 9. Monat schwanger. Ja. Bald ist die Geburt. Und der Vater des Kindes, der Zeuger, ist weg. Ja, er holt morgen seine Sachen. Ich habe ihn halt gebeten, dass er mir wenigstens sagt, was ich falsch gemacht habe. Weil man zerbricht sich den Kopf und dann sehen irgendwelche Leute den mit den Mädels im Auto rumfahren und er sagt, er hat nichts mit denen. Ich habe das Gefühl, die wollen sich alle nur verschonen. Dabei macht das einen nur noch mehr wahnsinnig. Was wäre jetzt dein Wunsch? Also die Sache ist sehr ernst. Ja. Wäre dein Wunsch, zumindest zu erfahren, was genau los ist und was dazu geführt hat bei ihm? Ja, ja, nun, das ist halt so, alle sagen, man macht dir keinen Kopf, aber es ist halt so, dass es seit dem Tag ist, seitdem er zur Schule gegangen ist. Und zum Beispiel, er hat auch freitags angerufen und gesagt, ich komme 4:15, wir wollten einkaufen. Und um 5:30 dachte ich, ruf sie mal an und frag sie mal, wo er ist. Ja. Und da war halt bei diesen Leuten, und man sagt, ich komme gleich, und da war der total gut drauf und dann ist mir der Kragen geplatzt. Ich saß hier, halt aber auf ihn gewartet, hab total geheult, weil ich einfach nur fertig war. Also ich glaube, es ist ja gar kein Sinn, jetzt irgendwie im Nachhinein das alles zu überlegen, was hat er da gemacht und wann war er da drauf. Entscheidend ist, was er jetzt empfindet im Moment. Er empfindet offensichtlich nicht sehr viel für dich. Gut wäre es, wenn er dir noch erklären könnte, woran das liegt.
Das, das ist zwar immer in der Regel schmerzhaft für den, der es dann hört, aber irgendwie auch ein bisschen hilfreich. Und ansonsten wirst du dich darauf einrichten müssen, jetzt erstmal eine Solo-Mama zu sein. Und ich kann dir oder euch nur raten, dass ihr euch insofern zusammenrauft, dass ihr euch nicht gänzlich entzweit, weil ihr gemeinsam eine Verantwortung zu tragen habt. Das habe ich auch zu ihm gesagt. Aber du darfst jetzt nicht krallen an ihm. Damit machst du alles noch viel schlimmer. Du musst es jetzt erstmal akzeptieren, dass er offensichtlich nicht mit dir zusammen sein will. Du hast ein Recht darauf, finde ich schon, dass er dir etwas erklären kann. Aber dann lass es erstmal gut sein. Dann lass ihn erstmal in Ruhe. Ja, er hat halt gesagt, er will ein paar Tage ruhen. Er geht ein paar Tage zu sich. Und nach den paar Tagen wird es schon wieder werden, hat er gesagt. Und jetzt habe ich heute angerufen, weil seine ganzen Sachen sind hier. Und da habe ich gesagt, hör mal, wann holst du deine Sachen? Und dann meinte er so, ja, morgen. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt mit uns? Ja, so richtig, richtig lapidar. Also der ist überhaupt nicht mehr so, wie man ihn kennt. Ich dachte schon, er nimmt Drogen oder so. Man denkt sich dann ja alles. Ja. Lass ihn erstmal in Ruhe. Dieser Satz, du bist ja gar nicht mehr so, wie du warst, der bringt überhaupt gar nicht weiter. Ja, er ist jetzt nicht mehr so, wie du ihn mal kennengelernt hast. So traurig das ist. Man formuliert das auch gerne als Vorwurf dem anderen gegenüber. Ey, du bist ja nicht mehr so, wie du damals warst. Du warst ja damals so nett und so toll. Das bringt nichts weiter. Damit engst du ihn noch mehr, treibst du ihn noch mehr in die Enge, dadurch verkrallst du dich noch mehr an ihm und er wird sich noch mehr von dir abwenden und dich wegstoßen. Ich glaube, das Souveränste, was du tun kannst, ist, ihn wirklich jetzt in Ruhe zu lassen. Frag ihn nochmal, was los war, warum das Ganze, aber halt dich sonst zurück. Geh ein paar Schritte nach hinten. Du erreichst durch das ganze Gerede und das Klammern und Rütteln und so, erreichst du überhaupt nichts, gar nichts. Du machst vielleicht das bisschen, was da noch ist, kaputt. Mhm. Ich weiß, dass man da sehr viel Disziplin für braucht. Nicht zu reden, nicht zu zappeln. Und man will dann nochmal reden und nochmal. Gerade im Moment, weil er ist hat ja gesagt, er will mit zur Geburt und das jetzt alles. Ist klar, dann steht klar. Weihnachten vor der Tür, das ist alles innerhalb von einem Tag auf den anderen alles scheiße. Mhm. Aber du darfst jetzt nicht durchdrehen und nicht Amok laufen. Man läuft dann auch leicht Gefahr, dass man dann irgendwie sich so reinsteigert in die Wut und in die Verzweiflung, dass man dann Dinge tut und Dinge sagt, die einem dann vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr leid tun. Mhm. Und da muss man sich sehr am Riemen reißen und sehr, 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 sehr streng zu sich selbst sein. Also lass ihn in Ruhe. Und wenn er dir erstmal nicht sagt, was los war, dann ist es auch gut. Das kann er dir in ein paar Monaten auch noch sagen. Kümmer du dich um deine Schwangerschaft, kümmer du dich darum, dass das Kind gut zur Welt kommt und dann sehen wir weiter. Ja, danke, Domian. Liebe Steffi, alles Liebe und alles Gute. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. Stefan, 39 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Stefan. Um was geht's bei dir? Es geht um dieses Fleisch- und Blut-Tennis. So. Ja, und zwar habe ich das Problem, dass ich zähle mich zu den Blut-Tennisse. Ja. Da ich im nicht erregierten Zustand 9,5 cm habe. Ja. Und bei erregierten 21,5. Oh ja, das ist natürlich ein heftiger Unterschied. Das ist ein heftiger Unterschied, auch in der Breite. Ja, da würde jetzt Deike, unsere Zuschauer Deike, sagen, ja genau, das ist ein klassischer Blutpenis. Denke ich mal, ja. Ne? Von 9 auf 21 ist eine schramme Leistung. Ja, bloß meine Erfahrung ist, dass sie Frauen vielleicht davor schwärmen, irgendetwas Größeres zu haben oder zu füllen, und wenn es dann zum Äußersten kommt, dann einfach einen Rückzieher machen. Dann wollen sie nicht mehr. Dann wollen sie nicht mehr, dann ist es einfach mal zu groß. Dann haben sie Angst damit und haben Sorge, dass ihnen das vielleicht wehtut oder dass der Mann damit nicht umgehen kann und so weiter. Ja, genau. Ja. Ja gut. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Nur hatte ja die Deike die große Frage, sieht man einem Mann von außen an, ob er zu welcher Fraktion er gehört? Also ich kann... Beschreib dich mal, wie du aussiehst. Also ich, deine gestrige Anruferin, da wollte ich eigentlich nochmal, aber ich habe es nicht geschafft. Also ich habe, was habe ich, Körpergröße 1,65. Oh. Und wiege so 69 Kilo. Ja. Und ich weiß nicht, ob es jetzt da dran hängt, also dieses leicht untersetzte, ob das auch zustimmt, also das, was sie gestern auch gesagt hat, ne? Ja, einen Bauch hast du nicht, einen kleinen Bauch? Ja, ganz leicht. Ganz leicht. Ich glaube, das ist irre schwer, das irgendwie an Äußerlichkeiten festzumachen, zumindest was diese verschiedenen Penisarten anbelangt. Was die Größe anbelangt, kann man vielleicht schon eher... Hast du große Hände? Ja, nicht zu groß. Ja.
Also nicht, dass man sagt, hier, das ist eine Übergröße oder was, also die Größe anpassend. Ja, ja. Aber ich habe halt, das Problem gemacht, dass halt man kann nie eine richtige Beziehung aufbauen, beziehungsweise eine Frau finden, wo es auch akzeptiert, weil man... Ehrlich? Also ich meine, so groß ist es ja nun auch nicht, 21. Ist schon überdurchschnittlich. Aber es sind keine 30 Zentimeter, wo man dann vielleicht Verständnis haben könnte, dass die Mädels Angst haben und schreiend rauslaufen. Aber 21, wirklich so schlechte Erfahrungen hast du gemacht? Doch, ja, bei mir ist es halt auch die Dicke des Penises, ne? Die ist auch nicht gerade unbedingt schmal, dass man sagt, ne? Welchen Umfang hat er? 5. 5, naja, ja. Ja, aber das ist halt meine Erfahrung. Also es ist vor 2 Wochen, wie gesagt, auch wieder einen Anlauf gehabt. Ja. Und, ja, dann die Dame mal, die hat ja geschwärmt und gesagt, und dann, wie es dann soweit war, nee, und um Gottes Willen, und das ist immer doch ein bisschen zu groß. Ehrlich? Ja, ja, das ist... Im stolzen Alter von 39 bist du. Ja. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass du noch nie eine Frau gehabt hast, die damit gut umgegangen ist und die das auch gut fand. Nein, also so ist es nicht, aber ja. Man muss lange suchen. Lange suchen, wo man auch wirklich dann auch eine findet. Also ja. Es ist nicht so, dass man sagt, also viele Frauen kommen auch nicht mit dem Sex zurecht an sich, weil wenn ich sage, ich mit der Größe, wenn ich dann Sex haben will, dann möchte ich ja auch genießen. Und das ist nicht von 15 Minuten oder eine halbe Stunde passiert. Ja. Also ich glaube, mit dem Problem kann man eher leben oder ganz gut leben, als wenn der Penis extrem klein ist. Ja. Dagegen stehst du natürlich wunderbar da. Ja, aber bloß, was nützt mir das, wenn ich Größe habe und ich habe die Befriedigung nicht? Ich habe nicht den Sex, was ich eigentlich wünsche, mir wünsche, weil Sex ist für mich eine halbe Stunde, der Stunde ist für mich Sex nicht. Das also ich muss nochmal sagen, dass mich das wirklich wundert bei der Größe, dass das so ein Problem darstellt. Nun gut, aber du hast es erfahren und dann will ich es dir auch glauben. Das ist so, weil unter eine halbe Stunde ist es meistens auch, bei vielen Frauen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn dann mit Vorspiel, dann maximal eine Stunde und das war's dann aber auch schon. Aber das ist für mich aber nicht die Befriedigung. Okay. Das. Stefan, das zu diesem Thema. Danke, dass du angerufen hast und alles Gute. Danke, dir ebenfalls. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Nacht. Ich möchte mit euch über die Nacht reden, über Dinge, die ihr in der Nacht schon erlebt habt. Besondere Dinge, die ihr in der Nacht erlebt habt. Oder besondere Dinge, die ihr immer nur nachts macht. Thema Nacht morgen bei uns. Tamara ist hier. Tamara, guten Morgen. Hallo. 17, ne? Ja, richtig. Tamara. Weißt du, an was mich dir der Name erinnert? Keine Ahnung. Das wird dir nicht sagen, vermute ich mal. Du bist 17 Jahre. An Tamara Jaglowsk. Kennst du das? Nee, das sagt mir nichts. Nee. Kennst du die Serie Raumpatrouille? Nee. Raumschiff Orion? Kenne ich auch nicht. Eine Kult-Science-Fiction-Serie, deutsche Science-Fiction-Serie in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Und die ist vor ein paar Jahren, ist die nochmal groß durch die Kinos gegangen. Und da gab es Eva Flug, eine Schauspielerin, die hat eine russische Frau, eine Sicherheitsoffizierin gespielt. Und die hieß Tamara. Nee, keine Ahnung, hab ich noch nie gehört. Okay, das gehört auch gar nicht hierher. Um was geht's denn bei dir, Tamara? Ja, bei mir geht's also um meinen Ex-Freund, mit dem ich aber immer noch ein ziemlich gutes Verhältnis habe. Also das ist nur in letzter Zeit ein bisschen schlechter geworden, weil er sich halt ziemlich gehen lässt. Also am Anfang war es nur ziemlich viel Alkohol, er hat ziemlich viel getrunken, dann hat er ziemlich viel gekifft und mittlerweile steigert sich das. Dann hat er einmal Koks probiert und dann hat er es wieder gemacht und das ist einfach so ein Punkt, also ein Streitpunkt zwischen uns, weil ich kann das einfach weiterhin nicht mehr akzeptieren. Aber ihr seid nicht mehr zusammen, du sagst mein Ex-Freund. Nein, also wir haben noch ein ziemlich gutes Verhältnis, also wir haben auch noch Sex miteinander, aber wir sind nicht mehr offiziell zusammen. Achso, aber irgendwie ist es doch eine Beziehung, irgendwie. Nicht mehr so richtig klassisch. Aber eher eine freundschaftliche mit Sex. Eine Freundschaft mit Sex. Ja, genau. Wie alt ist er? Er ist 21. Mhm. Und jetzt wird dir das alles zu viel, mit den ganzen Drogen und dass er sich hängen lässt und so weiter. Es sind ja auch nicht nur die Drogen, also es ist auch so, er geht unregelmäßig zur Arbeit, er hat Anzeigen, weil er mit dem Auto zu schnell fährt oder solche Geschichten, also es kommt alles zusammen. Streitet ihr darüber, sagst du ihm das? Ja, wir können eigentlich nicht wirklich drüber streiten, weil wenn ich ihm das sage, ist er entweder irgendwie voll stoned, weil er gerade irgendwie wieder was geraucht hat oder so. Du kannst es ihm ja sagen, wenn er nicht voll stoned ist.
Ja, das habe ich auch schon gemacht, aber das ist einfach so, er blockt dann total ab. Er sagt dann, ja, komm Tamara, das ist jetzt nicht der Punkt, wo wir uns drüber unterhalten müssen. Er lenkt dann irgendwie ab, ja, das ist total toll und das machen andere auch und keine Ahnung. Ich weiß, gut, nicht, aber du kritisierst es ja und es belastet ja auch eure Freundschaft, eure Beziehung, wie immer man sie auch definieren mag. Ja, genau. Insofern ist es ja, hast du ja ein Recht, das zu sagen und dieses auch anzubringen und zu kritisieren. Weil ja, ich hab's mir auch schon gesagt, wo er nüchtern war, aber das ist dann einfach so, ich habe ihm wirklich gesagt, ich so, mein Gott, wenn du damit nicht aufhörst, dann breche ich den Kontakt zu dir ab, aber das ist einfach so Sachen, das sind da auch nicht ernst. Er sagt dann, ja, mein Gott, dann musst du den Kontakt zu mir eben abbrechen und solche Geschichten. Und ja gut, dann ist es aber auch kein toller Freund, sage ich dir mal. Wenn ja gut, aber... Wenn er so lapidar gleich darauf, wenn du hast ein Anliegen, auch eine Sache, die... Letztendlich liegt dir ja auch was an ihm. Und, ne, und dir liegt auch daran, dass er irgendwas was Gutes tut und dass er nicht irgendwie in die Scheiße rein, sich selbst reinreitet. Ja, eben. So. Und wenn er das einer Freundin gegenüber erwidert mit, naja, dann gehst du halt, ist das aber auch kein toller Typ, sag ich dir. Ich denke einfach mal, dass er die Verantwortung für sein Leben nicht übernehmen kann. Ich meine, ich kann sie eigentlich auch nicht übernehmen, aber es tut mir so weh, wenn ich das sehe, dass er sich so kaputt macht. Wieso kann er das nicht? Der Typ ist 21. Ja gut, aber ich sehe doch, dass er es nicht kann, sonst wird er keine Drogen nehmen, sonst wird er sich nicht so gehen lassen. Ja. Ich denke mal, er wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo er das Ganze vielleicht bereut und dann nicht mehr zurück kann. Ja. Und davor habe ich einfach Angst. Ich will das nicht, dass ihm das passiert. Ja, das wirst du nicht aufhalten können. Das ist das Fatale. Das ist das Fatale und das Schlimme, wenn man mit solchen Leuten zusammen ist. Ich stehe da und kann nichts machen. Und wie stark ist das denn mit dem Drogenkonsum? Ist es sehr, sehr ernst zu nehmen? Also ich meine, es wird halt immer stärker. Ich dachte mal so, er hat am Anfang gesagt, ich will das Koks einmal ausprobieren. Okay, das hat er gemacht. Dann war es natürlich wieder so, dann hat er es natürlich wieder gemacht. Mhm. Ich meine, das ist ja so ganz normal eigentlich. Das ist ja bei jedem so, der mit Drogen zu tun hat. Ja. Aber versucht er dich denn auch damit reinzuziehen? Also Motto, probier du auch mal? Ja, also beim Koksen noch nicht. Das weißt du irgendwo, dass das ein Punkt ist, das würde ich nicht machen. Aber Kiffen da schon. Also da ist er dann jedes Mal ziemlich so enttäuscht, wenn ich, ja, das heißt enttäuscht, so ärgert sich ein bisschen, wenn ich da jetzt nicht mitrauche, weil ich rauche auch ganz gelegentlich mit. Also da, das ist jetzt nicht so. Aber mit Koks, da möchte ich eigentlich nichts zu tun. Offensichtlich scheint ihr ganz, ganz andere Wege zu gehen, einzuschlagen im Moment. Mhm. Und wenn er mit deiner Kritik überhaupt nichts anfangen kann, ihm das sogar vielleicht auf die Nerven geht und er sogar darauf reagiert, wie du es gerade beschrieben hast, bin ich da sehr pessimistisch, dass du einen großen Einfluss auf ihn ausüben kannst. Denn die schlimmste Androhung ist ja die Aufkündigung der Freundschaft. Und ich glaube, der nimmt das auch nicht ernst, dass ich die Freundschaft wirklich dann so kündige. Also ich glaube nicht, weil... Irgendwann, sage ich dir, Tamara, irgendwann muss man das dann auch tun. Hm. Irgendwann muss man das machen. Weil ja, aber... Ich kann da einfach nicht zusehen. Ich meine, ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht mit den Eltern reden soll, aber die Eltern haben bestimmt noch weniger Einfluss als ich. Ja, es ist ein erwachsener Mann. Ja, ja, ist schon klar. Ja, ist ein erwachsener Mann. Der hat auch mit seinen Eltern nicht wirklich viel zu tun, das ist das Problem. Ja, da kannst letztendlich du nichts machen. Er ist verantwortlich für sein Leben, er ist verantwortlich für sein Handeln. Du bist eine gute Freundin, du kannst einen Rat geben, du kannst deine Meinung sagen. Wenn er darauf überhaupt nicht eingeht, wenn er das wegwischt, kann man nichts weiter machen. Aber ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich nicht um ihn kümmere. Also, weil ich habe das Gefühl, ich würde es auch wollen, wenn ja, nein. Irgendwann kannst du dich auch gar nicht mehr kümmern. Irgendwann wird er dich wegstoßen, weil es ihm auf die Nerven geht. Aber er tut mir so leid. Er tut mir einfach nur so leid. Ja, weil ja. Ich sehe, dass das alles, ich meine, es wird sowieso schlimm enden und ich sehe das. Und das muss das er so aber schlimm. Selbst, er muss es aber selbst kapieren. Ja. Wenn er das sich selbst empfindet, du sagst, er tut mir leid, aber er tut sich selbst nicht leid. Er findet das wahrscheinlich cool und toll, wie er lebt im Moment. Ja, natürlich findet er toll. Ja. Er findet und, sie unheimlich cool und wie er das macht. Und nur wenn er eine Einsicht hat in das, was er da tut, dann kann er auch von sich aus etwas verändern. Ja, dein Mitleid wird nie etwas verändern. Ja, meinst du denn, die Einsicht wird irgendwann kommen bei ihm? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie er sich entwickelt. Ich weiß nicht, was er erlebt. Man kann es nur hoffen. Es ist bei ganz vielen, auch bei ganz vielen Drogenabhängigen so, da kannst du dich doof und dusselig reden und kannst denen gut zusprechen. So. Es bringt nichts. Man muss selbst immer an einen Punkt kommen, wo man kapiert, wie ernst es ist. Dass man aufgerüttelt wird. Vielleicht wird man aufgerüttelt, wenn man eine super gute Freundin verliert. Wenn man merkt, die meint das ernst und geht und die ist weg. Vielleicht rüttelt einen das auf. Vielleicht aber, noch nicht vielleicht aber auch das nicht, nein. Ich glaube es noch nicht mal. Und das ist das Bittere, dass man dann irgendwann als naher Mensch da steht und das Gefühl hat, ich möchte so gerne etwas tun und kann nichts tun. Ja, genau, so ist es bei mir.
Weil du kannst einfach, empfinde ich noch Liebe oder so viel. Ja, ja. Ich will jetzt keine Beziehung mit ihm, weil es wird mir alles zu asozial, aber ich will auch noch irgendwie so diese Freundschaft, diese Liebe, die ich zu ihm habe. Die will ich einfach, die kann ich einfach irgendwie nicht so ablegen. Du kannst es vielleicht noch ein, zweimal versuchen, aber dann musst du letztendlich einen Rückzieher machen oder musst still sein oder musst wirklich die Konsequenz ziehen und den Kontakt beenden. Ja, das haben meine Freunde eigentlich auch schon teilweise gesagt, weil die meinten, der zieht mich damit rein und irgendwann bin ich da auch mit drin. Das geht und ja dir auch einfach nicht. So für dich innerlich entscheiden, ich mache jetzt zwar Schluss, aber wenn der in 2, 3, 4, 5 Jahren wiederkommt und braucht meine Hilfe, dann bin ich für den da. Na, auf jeden Fall, dann bin ich für ihn da. Ja. Nur dann stehe ich da und denke mir, mein Gott, das hätte alles verhindert werden können. Nein, du kannst es aber nicht verhindern. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. So traurig ist es. Das ist wirklich traurig. Alles Gute wünsche ich trotzdem. Ja, okay. Tschüss. Ja, alles klar, tschüss. Das war die Tamara. Und hier ist Eva. Eva ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Eva. Mein Thema ist, dass Sex für mich eine lästige Aufgabe ist. Eine lästige Aufgabe? Mensch, wie hört sich das denn an? Eine lästige Aufgabe. Also ich bin jetzt eigentlich auf die Idee gekommen, dich anzurufen, aufgrund des ersten Anrufs. Ja. Weil der erzählt hat, dass seine Freundin halt weniger Sex möchte als er. Genau. Und genauso geht es mir auch. Aber also da sagt die Freundin zumindest, dass der Sex genial ist mit ihm. Ja, ich sag auch... Hast du einen Freund im Moment? Ja. Also mit dem bin ich jetzt fast 3 Jahre zusammen. Und wie oft habt ihr Sex miteinander? Also das letzte Mal ist jetzt, schätze ich, 3 Wochen her. Und hat es dir Spaß gemacht? Ja, ich sag nicht, dass Sex mir keinen Spaß macht. Ja. Also so war das nicht gemeint mit der lästigen Aufgabe. Nur, ich hab eben nie Bock drauf, weißt du? Ja, du hast nie Bock drauf? Nee, eigentlich nicht. Also ich kenn's eigentlich nicht, dass ich wirklich... jetzt Freundin von mir wirklich rollig war und unbedingt Sex brauchte oder so. Ja. Also das Gefühl kenne ich eigentlich nicht. Die Initiative ging dann eigentlich eher immer von Freund ihm aus, manchmal okay, aber... Und wenn es dann von ihm ausgeht, was heißt wenn, es geht immer von ihm aus, wenn es dann passiert, kannst du dich denn dann da so reinbegeben, wie du gerade gesagt hast, es ist dann doch manchmal ganz nett? Ja, schon. Das also schon. Ich sag nicht, es wird keinen Spaß machen. Krieg auch Orgasmen, das ist auch kein Problem. Hast du denn, wenn du mit dir alleine bist oder früher, als du keinen Freund hattest, masturbierst du auch nicht? Selten. Also ich habe das vielleicht in der Pubertät mal probiert, so. Aber also eigentlich, ich habe halt wirklich keinen Bedarf. Mhm. Ich brauch's. Ja, ich meine, das muss man ja auch akzeptieren und respektieren, dass es einfach Menschen gibt, auch Männer, übrigens auch Männer, die einfach nicht so viel Bock haben. Mhm. Das ist so. Das kann oftmals irgendwelche Gründe haben, vielleicht irgendwelche verschütteten Sachen, dass man einfach eine Sexualität sich nicht entwickeln lassen möchte. Aber es kann aber auch ganz normal und natürlich sein, dass der eine Mensch eben so gepolt ist, der andere Mensch so. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Das kann schon sein. Es kann natürlich auch ein Hinweis sein auf irgendeine Störung. Kann auch sein. Aber wenn du sagst, eigentlich fühle ich mich da ganz wohl bei und man hat dann nur den Konflikt, wenn man mit einem Partner zusammen ist, der mehr möchte, ne? Ja, so, ich fühle mich insofern eigentlich eher unwohl dabei, dass ich halt genau weiß, dass es meine Beziehung belastet. Mhm. Weiß denn dein Freund? Ich würde es auch gern ändern, aber es war jetzt gerade Anfang September die Situation, dass mein Freund Schluss machen wollte. Ja. Und wenn man halt nach dem ersten großen Aneinandergeraten und Weinen und so weiter, uns darauf geeinigt, dass ich noch eine zweite Chance kriege, weil es ihn halt auch so stört. Dass, wollte er den Schluss machen wegen dieser Geschichte? Er hat es gesagt. Also ich weiß nicht, ob es vielleicht noch weitere Gründe hatte. Neben dem, dass ich ein bisschen zugenommen habe, was aber denke ich auch ein bisschen nebensächlich ist, hat er das als Hauptgrund angeführt. Das ist halt was man natürlich dann auch verstehen kann. Ja, ne? klar. Mhm. Ich habe dann auch versucht, es zu ändern. Wäre es denn möglich, öfter mit ihm zu schlafen? Aber irgendwie hat sich jetzt wieder eingependelt, wie es halt vorher auch schon war. Du hast einfach keine Lust. Ja. Mhm. Aber ich weiß halt auch nicht, was ich dran machen kann. Es ist halt auch so, ich würde mich schon eher als ein bisschen verklemmt bezeichnen. Also ich habe noch nie ein Porno geguckt. Haben wir auch schon mal drüber geredet, das mal zu versuchen. Dann macht das aber irgendwie fühle ich mich da ein bisschen unwohl dabei. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein Begriff, den du gerade selbst in die Debatte gebracht hast. Ich bin schon ein bisschen verklemmt. Mhm. Ist mir klar. Wenn jetzt eine Frau, eine wirklich eine frei, sexuell frei lebende Frau sagt, ich habe einfach nicht viel Bock.
Ich bin nicht verklemmt, ich mache alles, aber ich habe einfach nicht so viel Bock. Akzeptiere ich. In dem Fall jetzt, was du jetzt gerade geschildert hast, würde ich jetzt fast doch schon spekulieren, dass man das durchaus verändern könnte bei dir. Mhm. Ich finde ja, ich sage das ja immer wieder, dass ich glaube, dass es dazugehört zum Leben, dass der Mensch und die Frau und der Mann auch ein gesundes, normales Verhältnis zur Selbstbefriedigung haben sollte. Finde ich völlig normal. Und die Tatsache, sagst du, wenn ihr mal so ein Filmchen euch zusammen angucken wollt oder sollt, dass dir da unwohl bei ist und dass du dich da vielleicht schämst sogar, macht mich schon so ein bisschen nachdenklich. Ja, also ich weiß auch selbst, dass beim Masturbieren früher, dass ich da irgendwie so eine Art schlechtes Gewissen hatte danach. Mhm. Also irgendwie fühlte ich mich danach nicht gut. Ja. Aber ich bin nicht jetzt so streng katholisch oder irgendwas erzogen worden. Also bei mir zu Hause war das eigentlich auch immer locker und ich war auch sehr früh schon aufgeklärt. Also das war jetzt nie so, dass meine Eltern voll die Spießer waren, dass es daher rühren könnte. Also aber es hat seine Ursache. Irgendwo hat es die Ursache. Und es ist natürlich absurd, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man sich selbst befriedigt. Aber ich weiß, dass es immer noch so ist und dass es immer noch viele Leute gibt, Frauen, Männer auch, Jungs auch, die das haben. Und das ist, ich finde es schlimm, dass das immer noch so ist. Wie wäre es denn damit, wenn du sagst, mir liegt an dem Freund was und ich möchte gerne mit ihm zusammenbleiben. Wenn ihr doch so einige Experimente machen würdet, du hast gerade schon ein Beispiel genannt, vielleicht könnte man noch andere Sachen machen. Würdest du denn, lass dich doch mal einfach mal darauf ein, auch wenn du am Anfang erst so Sperren vielleicht auch hast und Hemmungen hast. Gut, ich denke, ich habe auch selbst schon gedacht, vielleicht ist es auch noch so eine Sache der Gewohnheit. Ich meine, so das erste Mal wird es vielleicht ein bisschen komisch werden, aber ich denke auch, dass man sich dann vielleicht dran gewöhnen kann. Ja. Aber auch wenn ich jetzt gerade an den Anruf vorher mit dieser Dreierbeziehung denke, mein Freund hat das auch schon mal vorgeschlagen, ob das jetzt wirklich ernst war oder nicht, noch eine zweite Frau dazu zu nehmen und so. Was könnte ich nie? Also jetzt mal die Eifersucht jetzt ausgeschlossen, aber ich weiß nicht, ich könnte es auch jetzt nicht mit einem anderen Mann dabei. Da also das wäre vielleicht auch jetzt ein Schritt zu viel für den Anfang. Ja. Nee, das war jetzt nur generell. Dann können wir ja auch noch hinkommen, irgendwann mal. Also ich weiß nicht. Nee, ist klar. Ich finde, der Ansatz wäre, der richtige Ansatz wäre, wenn ihr beide versuchen würdet, so peu à peu, so Millimeter, Schrittchen für Schrittchen, mal ein bisschen zu experimentieren mit eurer Sexualität. Guckt euch mal zusammen einen erotischen Film an. Kauft euch vielleicht mal irgendwelches Liebesspielzeug. Ja, mein Freund hat das auch schon mal vorgeschlagen. Ja. Ich wollte mir zum Geburtstag einen Vibrator schenken. Da habe ich auch gedacht, wehe, du machst das. Doch, und, da musst du drauf eingehen. Ja. Da musst, weil das, wenn du jetzt nichts, wo du 25 bist und so jung bist, wenn du jetzt nicht versuchst, das aufzubrechen in dir, was da offensichtlich doch sehr verkantet ist und verschütt gegangen ist, das wird immer schwieriger, je älter du wirst. Mhm. Und bei der nächsten Beziehung wirst du das Problem wieder haben. Ja. Das heißt, da musst du jetzt auch ein bisschen gegen dich angehen und vielleicht über deinen eigenen Schatten springen. Mit dem hoffentlichen Effekt irgendwann, dass du selbst sehr viel davon hast, dass du vielleicht auch mehr Spaß an der Sexualität hast und dass du eben diese Beziehung retten kannst. Und Das war in meinen vorhergehenden Beziehungen auch das Gleiche. Ne? Siehst du? Ich dachte, gut, mein Ex-Freund, der war damit mehr oder weniger einverstanden, der hat sich dann mir angepasst, aber der war auch eher so der nichts sagt, also ich weiß nicht, ob er da so zufrieden war. Also Eva, es muss was geschehen. Ja. Ne? Ihr müsst schön experimentieren jetzt, so zwischen Weihnachten und Neujahr hat man viel Zeit, da könnt ihr mal richtig was überlegen und was tun. Okay? Okay. Alles Gute dabei und viel Erfolg. Ja, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. So Freunde, das war's. Freunde der Nacht, das war's für heute. In der Technik war Jens Diegel und morgen heißt unser Thema Nacht. Ich möchte mit euch über die Nacht reden. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 sind wir hier im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.